ich liebe Pokémon. Boah, ist das der neue Teil? Ja, das ist die achte Generation. Wirklich? Die neue Generation. Anthony hat mir gesagt, das neue Spiel ist draußen. Wir spielen es jetzt auf Crushorama und ich habe gedacht, yay! Ja, also, ich befinde mich auf dem Weg zu einer kleinen Insel, die erst vor kurzem entdeckt wurde. Kubo Island. Auf der Insel gibt es Spuren einer alten Zivilisation. Bleihihi, die Story ist so unnötig. Nein, doch, ist es. Eine Insel und die muss man entdecken. Das ist das neue Pokémon-Spiel. Also, hallo Jungs. Heute spielen wir Pokémon Quest. Oder ich denke, wir haben keine weiblichen Zuschauer. Das ist einer der fucking weirdesten Releases, die ich jemals mitbekommen habe. Also gestern war ich um 3 Uhr nachts noch wach und lese einfach auf meinem Twitter plötzlich von Pokémon. Bleibt gespannt, heute gibt's neue Nachrichten zu Pokémon. Habe ich gedacht, wow, ja, irgendwie vielleicht ein neues Plushie oder irgendwie sowas, ja, ein neuer Film. Nice. Dann habe ich auf ihrem Twitter geguckt und da wurde bereits alles angekündigt. Angeblich gab es mitten in der Nacht, das kann man übrigens nicht skippen, Angeblich gab es mitten in der Nacht eine Pressekonferenz, wo zwei neue Pokémon-Spiele angekündigt wurden. Pokémon Quest und Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli. Evoli, ja. Das ist mega krass. Und dann habe ich einfach geguckt, habe mich gefreut, wow, zwei neue Pokémon-Spiele. Da habe ich einfach auf die Switch geguckt und dann ist das verdammte Spiel einfach schon da. Einfach schon da. Und dann haben wir uns entschieden, fuck yeah! Wir machen es jetzt. Boah, niemand. Niemand. Bist du so kreativ, Anthony? Guck mal. Ja, die Sätze, oder? Dein Name ist Niemand. Ja, das ist schon witzig. Das wird zum Schreien. Guten Abend, Niemand. Als würde der mit niemandem sprechen. Ach komm. Nicht nötig, Oh, ist das eine Drohne? Ja, die redet mit mir. Die Poke-Drohne, die gibt's auch dann zu kaufen, gleich neben dem Pokéball. Ja, es wurde ein Pokéball für 50 Euro angekündigt. Das ist halt mit einem Joystick. Ja, das ist halt für die Super-Nerds einfach gedacht. Ja, ich krieg mein fucking Level 5 Metapod, das nichts sagt. Okay, welches nehmen wir? Oh fuck, oh mein Gott. Wir nehmen fucking Bisasam, weil Bisasam ist einfach das beste Pokémon, was ich auf der ganzen Welt gibt. Ich bin ehrlich gesagt schon, ich liebe... Guck mal, wie der einfach aussieht. Ja. Aber witzig ist, guck mal, wie Pikachu guckt. Der ist so armselig. Denkst du, mir wird das Spiel gefallen, Anthony? Denn ich habe noch keine Sekunde Gameplay. Es kommt auch für Mobile raus und ich denke, auf Mobile wird's... Also hier ist schon der erste. Pokémon laufen von selbst. Warum? Warum kann ich Bisasam nicht bewegen? Das hat alles eine ziemliche, wenn ich ehrlich bin, eine ziemliche Pokémon Rumble Aesthetic. 100%. Nur Pokémon Rumble hat Spaß gemacht. Das hat mir auch mal Spaß. Da muss man laufen und angreifen. Verstehst du? Ja. Und hier läuft er selbst. Und jetzt kommt gleich der springende Punkt. Guck, was ich machen kann. Ich kann ihn automatisch spielen lassen. Und so, jetzt lege ich den Controller aus der Hand und er spielt für mich. Das ist dann halt nichts anderes als so ein Farm-Dings, aber damit muss man dann auskommen. Das ist es auch. Das ist ein Mobile-Game. Und ich frage mich, warum man da nicht ein bisschen mehr Herz reinstecken konnte. Aber ich mache gerade nichts. Spiel selber. Selbst wenn ich spiele, ich würde gerade nichts machen. Ich will spielen. Blättertanz. Guck, das ist so Mobile. Wir haben einfach das Touch-Interface das find ich mit schon der Hand richtig. Ersetzt. Ich wünschte, es würde anders gehen. Ah, da ist ein Boss. Ah, das ist 100% Game Boy Rumble. Ich hab gestern Abend, als ich das Spiel noch kurz ausprobiert habe, habe ich gestern diesen Boss besiegt, während ich mich auf Reddit aufgeregt habe, warum das Spiel so scheiße ist. Auf automatisch oder was? Ja. Yeah. Du passt, ey. Nee, wieso? Das bringt doch nichts, dieses Spiel so zu spielen. Weißt du was? Das ist null Spielspaß. Was ist, wenn andere Level schwerer werden? Was soll schwerer werden? Es kann nur schwerer werden, indem mehr Pokémon kommen, die dein Pokémon wieder automatisch angreift. Fertig. So, und jetzt kommt die ganze Mobile-Ästhetik ins Spiel. Ich verstehe, auf dem Handy geht's voll klar, aber jetzt kriegen wir einen Kraftstein, damit mit diesem Stein können wir verschiedene Pokémon... Ich würde sagen, das ist vorerst genug, lass uns die... Das sagt niemand, oder was? Das kann doch nicht sein. Okay, mit dem Stein kann man die Pokémon ausrüsten. Das ist dann wirklich und jetzt kommt. Ja, Aesthetic ist echt cool. Das ist so ein weiterentwickeltes Pokémon Rumble. Das ist ein Mobile-Game. Ich freue mich wirklich darauf, das irgendwie auf dem Handy zu spielen. Ja, ich finde, auf dem Handy geht es ziemlich gut, klar, aber ich finde auf der Switch, das ist wirklich... Ich verstehe nicht, warum es so nötig war, es auf der Switch eigentlich. Denn Mobile-Games finanzieren sicherlich Ingame-Käufe oder Werbung. Und Nintendo ist auf der Seite von Ingame-Käufen. Es hat auch Ingame-Käufe, auch auf der Switch. Oh, ups, geil. Guck mal. Hör doch auf! Spaß! Spiel das Spiel richtig! Spaß! Man muss die ganze Zivilisation auf dieser fremden Insel auslöschen, um zu gewinnen. Wirklich? Ja. Das sind, gefährlich, oder? Die scheinen sehr passiv zu reagieren. Die Taubsis hätten mir nichts gemacht. Ja, dann rennt er auf die vollkommen andere Seite. Das arme Radfahrt. Der Mappy, ne? Ja, genau. Ich wünschte, er würde eine Waffe ziehen. Ja, so eine echte Pistole. Musik hört drastisch einfach auf.
Los, Bisasam, du Massenmörder, renn! Renn, du fettes Schwein! Renn, du Quadrat! Guck mal! Spaß! Anthony! Wieso kann ich nicht selber rumlaufen? Warum gibt's keine Collectibles? Warum gibt's gar nichts? Warum gibt's kein Mehrspieler? Das wäre perfekt. Mehrspieler? Ja, das wäre dann Pokémon Rumble, was wir übrigens auch spielen sollten. Das ist halt einer dieser Stimmt eigentlich. Wir sollten sich darüber aufregen, wenn es schon zwei Rumble-Spiele gibt. Es gibt drei, glaube ich sogar. Drei? Einen auf dem 3DS und zwei für die Wii. Oh, Mann. Ah, es gab einen auf der Wii U. Stimmt. Ja, das ist es, ja. Gut, drei Pokémon auf einmal können wir nichts tun, obwohl mein Bisasam Level 1 ist. Das macht echt gar keinen Sinn. Das macht automatisch gar keinen Sinn. Oh, fucking Mauzi. Ich mag Mauzi, aber nicht in dieser Form. Ist es eine T-Pose, die er da macht? Ja, die verfickte T-Pose. Also, obwohl es das viel stärkere Pokémon auf der Insel ist, mache ich es trotzdem total leid für dich. Ja, das ist wirklich... Selbst wenn ich selber steuern würde, hätte ich die Schnauze voll, das zu spielen. Das ist denn selbst in Pokémon Rumble hat man fucking... Oh. Fertig. Gut, die verschwinden sogar wie in Pokémon Rumble. Ja, oder? Die werden ganz klein. Und keinen Mauzi kriegt man, naja. Weißt du schon, wie man neue Pokémon fängt? Ja, es gibt jetzt praktisch drei Pokémon-Spieler. Es gibt dieses für Kinder, Pokémon Let's Go für Casuals. Und für richtige Pokémon-Liebhaber gibt es das neue Mainline-Pokémon, was 2019 rauskommt. Was an sich kein schlechtes Prinzip ist, oder? So, wir haben einige Zutaten gefunden. Sie eignen sich bestimmt gut zum Kochen. Ha, kochen! Und die Gerichte, wenn man die kocht, dann zieht man Pokémon an. Und diese Pokémon kommen in dein Team, ja. Das ist doch cool. Wieso? Das ist komplett die perfekte Mobile-Sache, ja, ja. Das ist die perfekte Mobile. Und dieses... Guck mal, wieso muss ich das so dämlich ziehen? Ich kann nicht mal... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es darauf ankommt, welche Suppen man kocht, welche Pokémon kommt. Ja, klar, aber... Trotzdem ist es rein zufallbasiert. Und jetzt kommt das typische... Natürlich ist es auch beim echten Pokémon zufallsbasiert, aber da wählt man wenigstens aus, welches man fangen will. Und hier dauert es wieder Zeit. Guck, siehst du, 25 Minuten. Wir kriegen gratis Tickets, das ist bei jedem Mobile-Spiel so. Ja, natürlich. Die wollen dir die Versuchung geben, praktisch. Also man muss es eher so ansehen, das ist ein Pokémon-Spiel, das ist für Mobile gedacht war und die haben gedacht, scheiß drauf, geben wir den Leuten auf der Switch noch etwas zum Kauen, bis Let's Go rauskommt. Ja. Was an sich, ich finde, ist nicht schlimm, denn für ein Mobile-Game ist es halt wirklich gut, finde ich gerade. Wenn man sieht, wie es aussieht, wie es designt ist. Was ist eigentlich Pokémon Let's Go für ein schwules Kackspiel? Es gibt keine Wildkämpfe. Es gibt keine Wildkämpfe. Warum gibt's keine Wildkämpfe? Du encounterst ein Pokémon und dann wirfst du deinen Jäger darauf. Das ist so bekloppt. Nicht schreien. Wieso kann man nicht ein normales Pokémon Gelb Remake machen? Ratfratz, ich will Ratfratz. Ja, wir kriegen beide, wir haben drei geil. Plätze. Warum kann man denen keinen Namen geben? Ich wünsche mir. Sollte man. Ich fänd's lustig. In den echten. Jegliche Personalität ist verboten. Oh Mann, stimmt. Also, zufällig bitte. Es tut mir leid. Um Gottes Willen. Das ist fast dieselbe Feuer. Zack, da ist sie. Fuck. Jetzt geht's ins nächste Level und es ist so die ganze verfickte Insel. Ich will trotzdem einfach nichts tun, kochen. Nichts tun, kochen. Lass uns nichts tun, kochen. Wohin uns das führt. Echt? Vielleicht können wir es noch raushauen. Ich meine, jetzt hast du ja 25 Minuten, um andere Sachen zu machen. Vielleicht können wir das so jeden Tag einmal aufnehmen. Ja. Als so eine Übergangsserie. Vielleicht. Bis bald. Ciao. Okay.